Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Great Zone Warfare. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, erstmal ein dickes, schönes Dankeschön an den lieben Kommentarschreiber, einmal den Tapetenverleih, saugute Folge, top, an Nightrush, lustiges Video, wie immer, wir feiern dich, Racing Star und Online Liga. Weiß nicht, was das bedeutet, aber danke dafür. Und King Ralf, er war erst da an den Kommentaren. Mehr Kommentare kriege ich leider in den Videos nie, aber ich freue mich trotzdem bei jedes und ja, bedanke mich. Wir waren gestrige Folge tatsächlich im Hotel. Wir haben auf dem Weg nach oben zum Hotel hin ein Massaker verursacht, kann man so sagen, was extrem viel Fun gemacht hat mit Tino. Wir werden öfter Videos zusammen aufnehmen, wir kollidieren mit den Zeiten aber schlecht zusammen, deswegen ist das eher so immer spontan, also nicht wundern. Ne? Gut, heute geht's auch wieder nach Midnight Sapphire. Dort haben wir zwei Tasks. Einmal Girls Just Wanna Have Fun und Lip Out. Da habe ich schon geguckt, bevor ich euch auf den Sack gehe mit Suchen erst. Lip Out ist direkt, ich zeige es euch mal. Ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich, ich klicke da mal drauf. Lip Out Smartphone. Must visit the Golf Club first. Verstehe ich nicht so ganz, was Golf Club? Oh Gott. Lip Out ist eine Doppelquest. Okay. Oder Doppelaufgabe. Location Golf Club Building, west of the main hotel. Grab the yellow paper on the Rezeption Desk between the screen has and Cash Register. Okay. Wir müssen zuerst. Oh Gott, das werde ich. Werde sowas von alleine sterben hier. Ja, aber egal. Mal gucken. Dorthin. Golfclub, Golfclub, Golfclub. Wo bist du da? Dieses dicke, fette Gebäude ist das. Dahin. Zudem gab es ein Update. Der Patch Nummer 2 ist raus. Bevor ich das hier vergesse zu erwähnen. Der hat auch was an den Hubschrauber gedreht. Nicht mehr Hubschrauber. Nein, wir haben 9 neue Landezonen, die ich euch nicht zeigen kann, weil ich sie natürlich noch nicht aufgedeckt habe. Was natürlich dafür sorgt, dass die Hubschrauber schneller hin und her fliegen können. Ne? Wenn es dann so ist. Wo die Landezonen jetzt sind, weiß ich nicht ganz genau. Dann gibt es ganz, ganz viele Hotfixes, wie zum Beispiel, dass dein Charakter nicht mehr im Boden fällt, zum Beispiel, wenn du stirbst und du den dann nicht mehr looten kannst und. Den Patchnote-Link zu Steam-Seite versuche ich mal zu verlinken, wenn ich sie vergesse. Und ja, hoffe, dass das irgendwie klappt. Gut, wir landen erstmal bei Hotel One. Alter, mein erster Hubschrauber dauert gleich mal 5 Minuten, bis er kommt. Aber wir haben eh noch was zu tun. Also, unsere Vendors, unsere guten alten Kumpi, Sandshake, Gunny, Labrat und Artisan plus Turncoat. Benji habe ich noch nicht. Da fehlt mir bestimmt noch irgendeine Mission. Sind schon ganz gut gelevelt. Also, er ist bei Stufe 1. Da sind wir fast irgendwann mal bei 2. Naja, für den habe ich aber jetzt, glaube ich, hier keine Aufgabe. Artisan 2. Ja, 3 ist, glaube ich, das höchste Level, was man mal den erreichen kann. Deswegen sollte man da gar nicht so viel erwarten. Gut, dann nehme ich mir nochmal. Nee, ich habe wahrscheinlich welche gekauft schon. Gunny, was hast du Schönes? Ja, da müssen wir echt mal langsam, aber sicher rankommen an der Geschichte. Sind das jetzt die fehlenden Punkte oder die man insgesamt braucht? Das weiß ich gar nicht. Ich denke mal, die man gesamt braucht, oder? Weil er ist fast schon Stufe 3. Dann dürfen wir auch die beste Weste kaufen. Das ist die RPC im Spiel. Tino hat mir noch ein Scharfschützengewehr gegeben, der hat gesagt, test es einfach aus, ist nicht die Welt und sei nicht traurig, wenn du es verlierst. Die M700 umgebaut. Dann haben wir noch seine DDM4 umgebaut und der Rest ist eigentlich nur erlooteter Kram. Mehr nicht. Munition habe ich hoffentlich genug dabei. Nähzeug, was für Magen. Hier haben wir ein bisschen was an Bandagen und noch ein bisschen Nähzeug. Und hier ist Paracetamol für die Kopfschmerzen. Das ist ja hier, damit wir ein bisschen mehr Fokus haben. Ansonsten bin ich glücklich gerade. Mehr muss ich gar nicht machen. Essen, trinken dabei, kann nicht viel passieren. Dann warte ich jetzt mal gefühlt 92.000 Jahre. Muss ich vielleicht noch was mitnehmen? Guckt sich jetzt aber mal. Auf den Heli, setzt mal Marker neu und dann sehen wir uns gleich. So, da ist er, mein guter Hubschrauber. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche Informationen bekommen, wo der hinfliegt, ohne dass wir das. Wir wissen es ja. Nö. Also man sieht keine Informationen. Ich dachte, man hätte jetzt vielleicht ein paar coole Tipps.
Weil da war ja irgendwas gesagt. Ich glaube, wenn man auf ihn draufklickt, weiß man es sowieso, ne? Der landet jetzt auch. Der landet jetzt, er fliegt nach Landezone Basecamp und von dann da aus nach Foxtrot 2. Das wissen wir jetzt, durch den wir den anklicken. Das ist ja ganz cool. Wir, Pickup Landezone, geht nicht mehr, sind wir schon, fliegen nach Hotel One. Das heißt also, wenn du auf den Hubschrauber klickst, kriegst du jetzt die Information, wo der hinfliegt. Sehr geil. Da kannst du doch mal einsteigen, ohne selber eingerufen zu haben. So, erste Anlaufstation ist die Mission, wie heißt sie? Girls Just Wanna Have Fun. Jing Veljasek. Da werde ich außen rum gehen, definitiv. Dabei haben wir ja auch jemanden im tatsächlich drin in der Ortschaft. Okay, los, go, go, go. Lass uns mal nicht erwischen von den Elite-Soldaten da. Tino sagte, dass das tatsächlich hier noch schwieriger wird. Fort Narit. Das soll auch ein ganz schön hartes Pflaster sein. Und das Allerschlimmste, sagt er, ist Tiger Bay. Das könnte relativ spannend werden. Gut, ja, er selber sagt er auch, mit seinem Level ist das schon zu schwer manchmal, dass man da irgendwie überlebt. Aber manche gehen einfach rennen durch und sind einfach mega die geilen Kämpfer, ne? Ich mach mal Single Mode, damit wir nicht auf Distanz so viele Schüsse auf einmal verpulvern. Man muss ja auch ein bisschen Geld sparen, ne? Bin ja gerade nicht reich. Und wenn ich jetzt so richtig gute Tipps kriege in Kommentare, werde ich die hier einblenden, damit die anderen die Tipps auch bekommen. Falls ich mal wieder irgendwas verpeile, wie zum Beispiel der Safe Lock. Boah, ich gehe mal auf Charakter, weil die kleine Map reicht wirklich aus. Da steht einfach nur Location Body laying on the bed in the West Bedroom. Da steht nichts mit Schlüssel in the Genius Map. Könnt ihr aber Spaß das Gewehr mal ja uns angucken. Das ist ein Sniper, sage ich euch. Also ich sag mal, was haben wir denn da hinten überhaupt? Irgendeine Ortschaft, die hat aber wirklich keinen Namen. Da könnt ihr jetzt mal hinzoomen. Mit maximal 25-fache Vergrößerung. Da sieht man schon die Textur nicht mehr, ey, irre. Und ich habe irgendwie das Gefühl, hier gibt es keine Ballistik. Ich muss das jetzt in der Hand halten, um zurückzudrehen. Aber 20-fach ist auch ein bisschen heftig. 5-fach ist das kleinste. Okay, aber ich glaube, das wird jetzt erstmal keinen Sinn ergeben. In die Augen aufhalten. Sehr leckfreier Server. Wir haben auch ordentlich gearbeitet an Grafikdetails. Es gibt zum Beispiel jetzt die Lichteinstellung leicht, glaube ich, oder mittel. Beleuchtung, weil das ist ja auch mal manchmal so ein Problem. Nicht mal laut. Da ist auch schon unser Ziel. Naja, wenn wir von hinten reinkommen, wäre am besten. Aber ist es wirklich schon das Haus? Schon abgeschlossen. Ich kann die Leiche wahrscheinlich durchs Fenster sehen, aber zählt wieder nicht. Ja, da steht schon Kick. Oh. Ist es denn das Richtige? War das hier eine der leichtesten Missionen. Da liegt die Leiche. Naja, richtig Spaß hatte die, glaube ich, nicht, so wie es aussieht. Die Arme. Hübsch war sie. Ruhe im Frieden. Ying. Die Arme. Lass dich so lachen, Tim. Sie ist verschwunden. Ja, hier ist aber so furchtbare Ecke die Welt, ne? Gut, erste Mission erledigt. Kann eigentlich schon wieder nichts passieren, weil wir nichts einsammeln mussten. Zweites Slip-Out, da müssen wir erstmal im Golfclub. Das ist ein bisschen tricky vielleicht. Den muss ich mir aber erst nochmal markieren.
Ach, der eine rennt schon wieder zur Landezone. So, sorry, wird einmal wieder leise. Golfclub ist das hier und da steht Lebaut. Ziemlich mittig, genau. Doha. Würde mir persönlich, okay, hier ist schwierig, weil hier durch gehe ich garantiert nicht. Wenn dann da einmal rum. Ne? Das Hotel haben wir jetzt ja kennengelernt. Er sagte, warum? Okay. Warum ich gerade diese Mission mache? Ich wusste gar nicht, wie schwer die ist. Okay, wo? Warum? Scheißen Dreck. Der hässlichste Wasserfall, den ich seit langem gesehen habe. Der geräuschloseste vor allem. Was habe ich denn jetzt Schlimmes jetzt? Quatsch. Hearth. Eine Verletzung am Arm. Ob da eine Gauze reicht. Da brauche ich mal wieder einen Splint, ne? Da habe ich aber fünf. Haha, ich habe dran gedacht. Das Hurt geht gleich wieder weg. Weil es gibt nichts Schlimmeres als unscharf zu sehen hier. Die Wunde ist grün geworden, aber wir machen nochmal einen Splint drum. Und erinnert gar nichts. Nicht gut. Haben wir hier die ganze Map an der Backe. Schon wieder getroffen. Boah, haben die Knarren, ey. Wow. Mein erster Schlüssel. Was ist das Office? Ein goldener Schlüssel. Quatsch. Ab in den Safe-Lock damit. Baue schon mal aus. Mann, ich will nicht so lange fummeln. Muss einfach ein bisschen Abstand gewinnen. Schon wieder verbinden. Ne, du schießt immer noch auf mich. Irgendwann hören die ja auf, einen zu jagen, glaube ich. Wir haben schon. Okay, das hört sich sehr nah an. Blutung hat schon aufgehört. Nicht gut, weil wir trotzdem beschossen werden. Aber immer noch tut die Rübe weh. Ortung ist hier mein größter Feind. Und nah getroffen. Muss mich ja sehen. Da muss ich ihn doch auch sehen. Unfair. Das finde ich wieder scheiße unfair an dem Spiel. So, ich sagte mir, dass ich Selbstmord gemacht habe auch. Scheiße, ey, das ist nicht fair. So schnell zu sterben mit der besten Weste, die man haben kann. Aber so ist das Leben im Spiel, ne? Ich weiß ungefähr, wo ich liege. Request denied. All available birds are in flight. Der fliegt zur Basecamp, der fliegt zu. Der holt jemanden ab. Die dauern immer besonders lange. Der haut. Oh. Aber ich habe den Gegner nicht gesehen. Keine Chance gehabt. War das Sniper Rifle nicht einmal ansatzweise getestet? Der haut doch ab da jetzt. Gut.
Frage ist, soll ich mir noch sicherheitshalber, ja, ich nehme sicherheitshalber irgendwas mit. Nur zum grob verteidigen. Danny. Kohle habe ich ohne Ende. Dank Tino. Wie immer die hier. So. Werfen wir weg. Das Scope ist schon geil eigentlich, ne? Gut, dann warten wir auf den Hubschrauber und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Landezone. Dauert alles wieder ein bisschen. Spread out! Gut, dann machen wir jetzt mal einen langen Umweg da drum. Die Gegner sind halt einfach extrem stark. Schwer, wenn man ihn gar nicht sieht. Also, wenn ihr den gesehen habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Auf jeden Fall. Das finde ich... Ich habe den nicht gesehen. Dann sollte man auch gar nicht so lange auf der Stelle da warten und gucken, wo der ist. Man sollte sich einfach verpissen, oder? Boah, wir müssen da rein, in diesem Scheißhaus, ey. Das ist hart. Aber ich habe einen Schlüssel gefunden. Das ist schon mal geil. Office ist der wahrscheinlich, ne? Denke ich mal. Inspect. Hotel Office Key. Bestimmt mega wichtig. General Local. Der Hersteller. Wiegt 1 Gramm. So. 10 Gramm. 10 Gramm? Na, komm, macht hin, ist aus Metall. Aber ich habe ja noch eine Mission, ne? Die ja schon completed ist. Für unsere wunderschöne. Laborrad. Bei dem weiß ich noch gar nicht, was das sind, ey. Da müssen wir nochmal gucken. Tino sagte auf jeden Fall 20 bis 30 Kills manchmal an verschiedenen Locations. Boah, ist der Kaffee heiß. Überraschung. Müssen wir Ausschau halten. Der Guard oder was immer das ist, der könnte noch da stehen. Also, wir sind jetzt in welcher Höhe? Die. Also ich will natürlich meine Ausrüstung wieder haben. Wir brauchen unbedingt die 60 Schuss Magazine zum Kaufen. Machen wir da irgendwo gefangen? Nope. Das ist ein Platz. Ein bisschen auf die Arm-Energie achten. Er war mitten im Dschungel gerannt. Wird schwierig. Ich dachte nicht, dass da oben noch einer ist. Das ist hier dieser seltsame Wasserfall. Hier wurden wir schon beschossen. Ach, denke ich immer, das sind Spieler. Gegner. Bin nur ein Spaziergänger. Lauf ihn nur lang. Oh, meine Leiche finden wird schwer. Da ist er doch. Das war er, der mich gekillt hat. Ich hoffe, dass er sich noch mehr. Wir waren jetzt auch laut. Hab vergessen, wir haben gar keinen Schalldämpfer. Ziehen wir mal die Weste mit an und den Helm. Ich dürfte nach unten gerannt sein. Meine Location, seine Leiche ist ja nicht da, ne? Ne, ist nicht da. Also kommt den Mini-Hügel nicht hoch. Der extrem gute Soldat. Da kommt er. Irgendwie. Also. Ich will doch nicht dahin gehen. Da habe ich total viel verschossen auch. Also Magazin. Hier war ich doch nicht, oder? Mich hier oben geschoben.
Muss mich finden, das ist wichtig. Gute Ausrüstung. Tino will mir mal ganz viel geben, aber ich will mir ja selber was spielen. Bin irgendwo gestorben, wo ich dachte, ich wäre fast sicher. Schüsse kamen von weit. Das kann man sich schlecht merken in dem Moment, das ist mal blöd. Oder waren wir oben gewesen? Das ist dieser blöde Ast. Nee, doch. Ich kann jetzt nicht mit der einen Waffe hier lang marschieren. Mann, was hat denn der für eine Weste angehabt, ey? Krass. Stufe 3 Westen haben die hier einfach mal eiskalt an. Okay. Also ich werde es ja immer schwer haben, mein Kadaver zu finden. Weil man ja so ein bisschen panisch ist. Aber wir haben ja gezielt und geguckt, ne? Wir sind ja irgendwie ganz gemütlich gelaufen. War das schon da? Oder ist das dasselbe? Ja, es ist so Reisfelder hier. Bin mir nicht sicher, oben oder unten. Naja, ich werde es rausfinden. Wir sind ja auch noch getarnt. Das ist ja noch das Problem. Vielleicht bin ich ja hier lang gerannt. In irgendeinem hohen Gras liegt, habe ich ein Problem. Shit. Dann Tracker was bringen, wenn man so einen Tracker reinmacht? Aber mit was orte ich den? Wir sind schon weit gekommen, ey, wow. Hat er da gerade eine Schrotflinte, der Gegner, der mich gekillt hat? Nee, ne? Na, ich geh nochmal zu den Gegner. Jetzt mache ich gleich mal Pause. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch drüber stolper. Über den armen Timmy. So weit war schon, ne? Und so länger das her ist, desto heftiger vergesse ich, wo es gewesen sein kann. So, die Leiche. Ist ja meistens in der Nähe, wo man einen geschossen hat, ne? Wollen wir mal einen Kaffee? Den haben wir es gerade hier weggeputzt irgendwo. Das war doch hier. Hier stand da irgendwo. Das spawnen die so schnell. Oh, ich finde doch niemals meine Leiche. Never ever. Der liegt da echt komisch. Den haben wir noch weggenatzt. Das weiß ich. Aber der andere ist ja runtergerollt. Shit. Ey, ich finde meine Leiche nicht mehr. Mal kurz Pause. Scheiße. Boah. Bin immer noch auf der Suche. Aber der redet Englisch sogar. Bin mich schon an Ausrüsten neu, weil ich echt nichts mehr finde. Geht da nicht so drauf. Also ich finde meine Leiche nicht. Ich kann machen, was ich will. Sie ist da, ne? Sie ist auf jeden Fall da, aber ich bin schon zu weit weggelatscht.
Also ich muss das jetzt durchziehen. Mit dem bisschen, was ich hier habe. Ich kann mich noch erinnern, dass wir ungefähr hier im Bereich waren. Bin ich hier abgehauen. Habe ich jetzt irgendwas abbekommen eigentlich? Ja, so geht's mir gut. Muss versuchen, mit dem, was ich habe, da jetzt durchzukommen. West ist ja einigermaßen. Vielleicht stolper ich ja jetzt noch auf dem Rückweg über die Leiche. Das wäre ein Segen. Aber wir müssen schon ziemlich zentral sein nachher. Da habe ich schon ein bisschen Bammel. Ich muss hoch. Aber ich versuche es dann so. Ansonsten muss ich mich nochmal neu ausrüsten. Ich habe jetzt echt gesucht, 10 Minuten hin und her gelaufen, wie ein Blöden. Liegt dann nirgendwo. Ich habe einfach komplett vergessen, wo ich gestorben bin. Aber diese Tracker, die man kaufen kann bei Gunny oder Handshake, die sind jetzt nicht dafür gedacht gewesen, oder? Weil die sind eigentlich nur für Missionen. Das ist der Haupttor, da muss ich komplett umgehen. Ich liege ja noch hier weiterhin, ich weiß nicht. Da unten lag ich aber nicht, glaube ich nicht. Doch schwer, ey. Zwei Locations absuchen für schönes Gewehr ist weg, ey. Ärger mich schon wieder. Und der Sniper ist auch weg. Wenn meine scheiß Leiche nicht finde. Das macht nichts. Der Tino hat gesagt, die Sniper ist eh scheiße. Straße. Scheiße. Das war das scheiß fucking Haupttor. Oh, guck mal, war ich doch mit dem Team auch mir letztes Mal am Heilen. Unendlich folgen können die mir doch gar nicht, oder? Gute Bandage. Die gute. Ist auch eine Location hier, ey. Geil, aber wow. Das Spiel nimmt ja, hat ja keine Gnade. Keine Blutung, aber dafür starke Kopfschmerzen. Aber Paracetamol regelt. Das wird nie funktionieren, was ich hier vorhab. Meine Pipi-Ausrüstung. Ja, warum kommt denn der nirgendwo hoch? Ich denke, das wollen die Entwickler auch nicht, ne? Da brauchen wir wieder ein bisschen Blut, damit uns wieder ein bisschen besser geht. Ich habe natürlich jetzt keins dabei. Plan. Dazwischen. Da ist es relativ ruhig auf dem Golfplatz. Wir haben überall Gebäude hier. Lassen wir mal ganz. Wow. Nur mal angeklopft und Hallo gesagt. Boah, ich verblute. Das ist keine Mission, wo du einfach mal hingehst. Nein, von hinten.
verblutet. Keiner, der dich aus dem Koma rettet. Scheiße. Boah, was für Gegner, Alter. Aber wir haben die echt weggeputzt, ne? Gut, da heißt nur ausrüsten. Können wir hier so eine coole neue nehmen. Kein falscher Geiz. Das ist der teuerste. Meine aktuell beste nehmen. Ich habe noch eine. Hier. Man muss das so machen, okay. Renders. Geld ist kein Problem. Noch ein Rottischchen. Ich will die Mission noch nicht abgeben. Ich will es noch versuchen. Können wir aber machen gleich. Machen wir trotzdem. Wartet. Dann equippen wir uns einmal ganz kurz. Weiß ich, welche besser ist. Sie sehen beide so krass aus. Normales AR-Magazin drin. So, dann brauchen wir ein bisschen Nähzeug. Verbände haben wir noch ein paar, sollte lang. Turnkeys sind ja fast dasselbe Verbände. Hier habe ich noch nichts. Das könnte man echt mal ändern. Wo Schlüssel mir relativ wichtig sind hier drin. Das hier ist nicht so wichtig, ne? Gut, zwei Stück sind echt wenig. Ich brauche mehr Paracetamol. Taler. Überleg, Tim, überleg. Komm, 60 Schuss Ersatzmunition. Essen, trinken. Noch ein bisschen aufgeräumt wieder. Tino freut sich und ihr bestimmt. Ja, was kann man noch mitmachen? Granaten sind auch immer eine geile Sache eigentlich. Gunny. Für den letzten Fall der Fälle. Essen, trinken. Kopfschmerztabletten. Verbände. Und irgendwas habe ich bestimmt wieder vergessen. Sag mal, wie sieht die denn aus hier? Übertriebene Scope drauf. Gut, Hubschrauber. Ich würde jetzt tatsächlich dahin. Weil das einfach ist für das Ziel. Dann eventuell wieder zurück und dann dahin fliegen. Damit wir nicht durch die Ortschaft müssen. Das ist so kacke schwer, Alter. Der Hubschrauber geht gerade weg. Sehr gut. Gut. Es liegen da eben. Also ich verpulver hier mein ganzes Hab und Gut, aber Kohle ist ja am Start, keine Angst. Jetzt haben wir noch eine Aufgabe, die können wir natürlich schon abgeben. Ich mach das immer gerne am Ende, aber. Ich weiß nicht mehr von wem. War das von ihr? Ja, complete. Noch ein paar Taler. Erfahrungspunkte. Die hatten eine neue Aufgabe. Vielleicht haben wir sogar Glück und passt sogar. Nö, keine neue Aufgabe. Handshake hat wieder eine neue. Wedding. 30 Leute da erschießen. Ja gut, das passt ja eigentlich als Mission, ne? Was da passiert, passiert. 30 Leute. Boah, guck mal, was ein Helm. 3A plus. So. Ja, ich warte auf den Hubschrauber. Wir sehen uns gleich. So, folgender Plan. Ich habe ihn gerade schon mal erwähnt. Diesmal Foxhound 1 infiltrieren des Golfplatzes. Versuchen, die Gästeliste zu holen von der Quest oder Task
Girls Just Wanna Have Fun? Ne, gar nicht, das ist eine andere. Hier ist das, Lip Out. Sorry. Oh, schnell. Hoppala. Location, Golf Club Building, west of the main hotel. Grab the yellow paper on the reception desk between the screen and cash register. Achso, neben, ja, ich lese doch die gelbe Liste. Gut, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Nicht durch eine Ortschaft. Wir sind ja schon mal da gewesen, da war ja total Totenstille. Ausgerüstet sind wir jetzt extrem, finde ich, also für meine Level 19 Verhältnisse. Was gibt's denn, die Aufgabe gibt hier wenigstens ordentlich Punkte, ey. Donald J. Dortmund, ey. Ich weiß nicht, wo ich den finden soll. Das ist Lip Out. Doch, das ist die. Oh, boah. Und das gibt nur 200 und, 2000 Punkte gibt das, ne? Wedding ist 30 Kills hier. Sägemühle nochmal ganz kurz geguckt. Sägemühle. Das ist Element Rebel Leader. Und das ist auch hier noch in Blauen Lagune. Ich glaube, das muss ich noch machen, damit wir Banshee freischalten. Mal gucken, wenn wir das jetzt locker schaffen. Die Blaue Lagune ist natürlich wieder gut besucht. Ah, er fliegt dann zum Basecamp. Vielleicht kann man da nochmal hin. Boah, im Tiger Base einen rumrennen. Das ist ein mutiger Mann. Weiter geht die Reise. So. Muss ich zum Friseur? Haare müssen ab und Bart muss kurz. Wenn ich so faul für. Das selber zu machen. Mein guter Rasierer ist auch kaputt gegangen. So, laut Map sind da auch nicht wirklich viele Gegner im gesamten Bereich. Eigentlich müssen wir es locker schaffen. Wir gehen dann wieder zurück zu Foxtrot 1. Fliegen dann rüber. Und das wird dann da nochmal ein bisschen tricky. Oh, wenigstens zweifache Vergrößerung. Gut, hier können wir rüberklettern. Dann sind wir schon mal auf dem Golfplatz. Und hepp. Anstrengend. Klettern. Laut Genius Map sind auch Gegner hier teilweise. Aber wir sind nicht mehr weit weg von meinem Ziel. Oh, doch. Weiß nicht, ob die hier patrouillieren. Gehen mal den geraden Weg, auch wenn es Wasser ist. Ja gut, den ganzen Wasserweg in sich schwimmen. Ja, ertrinken wir wahrscheinlich. Ich schleich jetzt auch nicht oder so, ne? Also, glaub jetzt wirklich, hier ist kein Gegner. Vereinzelte sind ja nicht das Schlimmste. Auch wenn die alle schießen können wie Sniper, egal was die für eine Waffe haben. Und man sollte eventuell hier leise sein. Und nicht gerade groß rumballern, ne? Wolfclub steht kein Gegner. Da ist aber ein Schloss dran. Ne? Das macht mir Sorge. Aber wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Wir sollen ja auch 30 Kills mit 30 Kills. Aber gut, bei der Location hier, ne? Ist halt nur scheiße, weil die schwer sind. Also es laufen auf jeden Fall Guards rum. Was für ein Ding? Auf meinem Weg. Ich hoffe, ich habe nicht wieder alle aufgeschreckt. Meine Maus ist fast leer. Ich gehe bestimmt gleich leer in dem Moment, wenn ich erleuchtet und nicht rot. Alles gut. Das ist das Haus. Das Gefühl, ich laufe mit völlig der falschen Waffe lang. Dabei ist das ein ganz normales Sturmgewehr. Nur mega aufgemotzt.
Eine Questwaffe außerdem, die wir bekommen haben. Das ist vielleicht mal Zeit, ein bisschen ruhiger zu sein. Das ist ja der erste Teil der Mission. Sehe nicht. Wie willst du das alleine richtig schaffen, ey? Manche rennen hier durch, Alter, und sind voll die Pros. Und ich sterbe bei den einzelnen Gegnern. Ey, ich sterbe bei den lächerlichsten Gegnern. Unglaublich. Auf jetzt sind keine lächerlichen Gegner. Hast du mal irgendwas Neues für mich hier? Ja gut, komm, Gani. Zock her, das Teil. Weg. Die Leiche finde ich auf jeden Fall wieder. Ja, ich weiß nicht, nehme ich mir noch einen, ich kaufe noch einen Rucksack, komm. Kauf einfach nochmal Ausrüstung. Schau doch wahrscheinlich auch wieder eine Woche, bis er da ist. Nein, der geht natürlich jetzt schnell. Verdammt. Nicht, dass wir da nochmal Ärger kriegen. Das soll erstmal reichen. This is Raven, arriving shortly near your position. ETA, 30 seconds. 30 Sekunden. Komm. Sniper taugen hier nichts und wir haben ja Platz im Inventar. Gut, dann fliege ich jetzt los. Da kommt da. 30 Schuss dafür. Und dann wieder hin. Sonst wird das hier nichts. So, wir befinden uns wieder fast an der Position. Wo wir den Löffel abgegeben haben. Ja, genau hier. Jetzt haben wir natürlich da die Location. Ich habe ja eine Sniper mit. Mal gucken. Aber die sollen ja nichts taugen. Da einen sehen. Aber wir haben ja schon drei erledigt jetzt. Ne? Wir gehen auf meinen Counter mit drauf hier, weil wir ja 30 Stück killen sollen. Also ihr könnt schwören, dass das ein Helm ist. Aber ich werde jetzt nicht schießen. Das ist aber nur eine Lampe. So schnell kann man sich täuschen. Jetzt ist voll auf eine Lampe geschossen. Also snipen ist hier nicht, Leute. Meine Backup-Waffe, meine Ersatzwaffe. Müssen wir mal gucken, ob wir zu unserer Leiche schleichen können. Aber dann sind wir dann genau wieder an derselben Position. Noch ist er ruhig jetzt, der Gegner. Vielleicht ist er nicht mehr viel. So viele machen sie da meistens ja nie hin. Ich habe auch wirklich noch ein paar weggeschafft, aber nett genug. Wenn wir jetzt mal leise sind, ist gut. So, er sieht mich. Da liegt der arme Tropf. Na, die hat er noch gut.
Scheiße. Weiß jetzt nicht, wie viele hier noch sind. Das ist immer der tricky Kack hier. Das ist ja nicht das Gebüsch. Golfclub. 30 Erfahrungspunkte. Immer so spannend, ey. Einer muss ja hier sein, sonst wäre ich ja nicht gestorben. Keine Ahnung, wo. Was davor? Scheiße, ich weiß nicht, wohin soll. Wenn lauter. Jetzt aber nachher. Wie viele denn noch kommen? Was ist das für eine Location? Blut? Da geht's noch gut. Aber die sind schon doof, ne? Wer also so in der Ecke hockt. Ob die reinpassen, das ist ein AK-Magazin. Blödsinn. Nur nicht von hinten, bitte. Oh, das muss man zu zweit machen, Leute. Einer muss ja den Rücken decken. Aus der Hüfte. Ja, doch in die Scheiben. Mehr Glück als Verstand. Wie hat er denn jetzt getroffen? Wie hat er denn jetzt getroffen gehabt? Boah, Alter. In der Ecke. Wer hat mich ja noch getroffen? Ich war doch in. War doch 100% nicht da, wo ich. Ja, schon wieder stimmen. Ja, man kann es ja abbrechen zur Not. Ey, die ganze Map ist hier, ey. Gnädig. So gut wie down gleich hier. Ich habe aber noch viel Munition. Man war doch alles im Arsch. Scheiße. Munition war alle. Munition war alle. Wollte gerade noch nachladen, aber da kam die Waffe schon um die Ecke. Ich kann nicht mehr. Ich will das jetzt schaffen, Mann. Was mache ich denn hier, wenn das?
Teurer Helm. Einigermaßen gute Weste. Kopfhörer. Her damit. Und ein Rucksack. Her damit. Geld spielt keine Rolle, meine Lieben. Geld spielt keine Rolle. Gani. Irgendeine Knarre. Boah. Boah. Ich will auch nichts Gutes mehr mitnehmen, ehrlich gesagt, ey. Na, ja, er wechselt die Magazine. Ich nehme jetzt kein Essen und kein Trinken mit. Oh Gott, Alter, ey, schon wieder die Rennerei. Gott sei Dank müsst ihr das nicht ertragen, diese Rennerei und Fliegerei und, ne? Gib mir. Muss doch irgendwas hier. Turnick ist immer gut. Okay, auf geht's. Mein letzter Versuch für heute. Bis gleich. So. Ich erspare euch natürlich den ganzen Laufweg, damit ihr nur die Action habt. Also, einer ist da auf jeden Fall noch drin. Das muss sein. Oh, das wird das geile Headset. Einer ist auf jeden Fall noch drin. Das ist die Scheiße. Der macht mir schon Angst. Ich weiß ganz genau, wo ich liege. Aber wir haben schon 9 Kills hier von der Mission, die wir mal nebenbei mit angenommen haben. Ich hoffe nur, die spawnen nicht so schnell neu. Was ist das laut, ne? Durch den Mikrofon-Headset-Ding hier. Wir waren ja schon drin im Gebäude. Wir müssen ja nur was holen. Dass hier so viele sind, hätte ich aber auch nicht gedacht. Aber wir locken die auch an, ne? Aber wo ist der nun hingelatscht, der andere? Das ist die Frage. Will leise sein? Muss das mutig sein? Bringt alles nichts. Puppe? Geldautomat. Da ist die Rezeption, da muss ich ja nur hin. Wartet mal, da ist der gelbe Zettel. Und nein, wenn ich jetzt sterbe. Man sammelt ja nichts ein, ne? Scheiße. Ich will aber meine Ausrüstung wieder haben. Ist einfach weggegangen, der Typ. Oh, hab ich hier. Haben wir hier Löcher versucht? Das bin ich nicht. Doch. Guten Magazin, ne? Ja, 15 Schuss Magazin, toll. So. Ich hab den gelben Zettel. So, und die war leer. Extrem doof, ey. Was ein Pech. Das hätte ich überleben können. Bin ich lootgeil, aber es können Schlüssel dazwischen sein, Leute. Immer dran denken.
Also eins auf Ersatz kann ich noch nicht kaufen. Und jetzt so zurück, wie ich gekommen bin. Hab den doofen gelben Zettel. Dann kommt die nächste Einlage. Da müssen wir aber wieder nur von hinten ran. Aber einer war doch noch da. Okay, raus hier aus dieser Anlage. Wir wollen hier hin. Ich habe 6 Minuten Zeit. Das dürfte eigentlich jetzt erstmal nichts schief gehen. Warum muss man denn so eine scheiß Liste erst holen, ey? Aber es macht auch Spaß. Auch wenn man ständig stirbt. Frustfaktor ist auf jeden Fall vorhanden. Aber man hat trotzdem die Chance, wiederzugehen. Der Gegner ist doch nicht gespawnt neu. Man kann seine Arbeit, die man geleistet hat, wieder gut machen. Seine Ausrüstung wiederholen und sowas. Das ist echt schon geil gemacht, muss ich sagen. Es könnte ein bisschen angenehmer sein mit dem Aim der Gegner. Obwohl ich da auch so zwiegespalten bin. Ne? Die treffen mal treffen sie nicht. Das ist auch so eine Sache. Und mal treffen sie halt super gut. Das ist dann immer ein bisschen sehr anstrengend. Warte mal, ich laufe da gerade voll an der Ortschaft vorbei. Das wollen wir natürlich uns sparen. Weil die Mission bricht höchstwahrscheinlich ab. Weil wir den Task haben wir zwar. Und das ist eigentlich nichts Schweres, ne? Was ich da jetzt reißen muss. Müssen wir über die Mauer und dann zur Landezone und auf dem Hubschrauber warten, der mich rüberfliegt. Da müssen wir nur an unserem Haus am Außenrand auf der anderen Seite. Aber einmal quer über dem Golfplatz und mehr hier will ich nicht marschieren. Deswegen. Auf zum Landeplatz. Lebens. Tja, also das Erfolgsgefühl ist halt einfach da in dem Spiel, ne? Schwere Mission zu schaffen. Also man zieht jetzt hier keine 30 Kills. Nicht diese Runde. Aber weggenatzt haben wir die da ganz gut, ne? Die 9 Stück, die wir jetzt haben. Denn nur noch 21, dann haben wir diese Aufgabe auch noch gelöst. Aber wir haben schadensfrei den Hin- und Rückweg jetzt geschafft. Beim dritten Anlauf. Und eine Aufgabe haben wir ja auch schon gelöst. So, dann sage ich bis gleich. So, gute Leute. Beste Community ever. Da kommt er. Da ist gerade einer gelandet von uns. Der wohl AFK ist. Hoffentlich landet der Hubschrauber nicht auf ihn drauf. Knapp. Dann geht's eigentlich nur nach Hotel One. Oh nein. Der ist vorm Hubschrauber gelaufen. Und gestorben. Was ein Pech. War mein Start ein Hubschrauber? Oh nee, ne? Na gut, seine Leiche wird er nicht lange suchen müssen. So, ich habe schon markiert, dass das Haus. Da sollen wir ein Smartphone to the right of the toilet located finden. Hier ist ein Scheißhaus drin. Und da haben wir schon mal Ärger gehabt viel. Also da habe ich das Gefühl, dass das nicht so einfach wird. Und ich hoffe, wenn ich sterbe, wird die nicht resettet, die Mission. Bis jetzt sind wir jede Folge immer heil nach Hause gekommen. Aber hier ist auch echt kein Spaß. Ne? Hier ist echt hart. Mein Gott, der fliegt einmal so hier rum. Ey. Ist ja irre. Ich würde mal gerne wissen, wo die neuen Landezonen alle sind. Der fliegt nach India 1. Hab ich. So. Naja, hoffentlich. Es soll ja auch ein bisschen unterhalten. Da ist Sterben halt auch mit drin im Gameplay. Wenn ich alles schaffen würde auf einmal, wäre ich voll der Held und wäre stolz. Aber ich schaff's leider nicht. Das Magazin ist geladen. Na, war ja gerade auch wirklich mitten im Gefecht. Da war es dann halt leer.
Dabei habe ich dann aber auch noch ein volles 60er, ein 15er, die anderen beinahe weggeworfen. Ich glaube nicht, dass ich so viel Munition brauche für den kleinen Schritt. Ihr dürft nicht vor dem Hubschrauber laufen, wenn es startet. Der tötet euch. Voll krass. So, auf, marsch, marsch. Das Haus kenne ich, da war ich schon mal drin. Witzig, ne? Eigentlich, das hat eine offene Tür. Und im Klo ist dann diese Liste. Man muss ein bisschen unter Zeitdruck setzen. Das schaffe ich nicht in 3 Minuten. So schnell? Ja, manchmal geht das schnell, manchmal musst du lange warten. Das ist echt unfair. Toll, ist das Haus. Die Markierung ist weg. Muss ich es mapmäßig gucken. Das Haus ist es. Wir kommen nicht da drüber, ganz heimlich. Einfache Vergrößerung. Leiser sein. Wir können einfach so durch Hecken gehen. Was jetzt nicht neu ist. Oh, er liegt schon tot da. Also, die können hier echt snipen, glaube ich, ne? 2 Officers. Klo, Klo. Hat das überhaupt ein Klo? Das ist doch ein Ausgang und kein Klo. Bin ich im richtigen Haus? Laut Map, ja. Mit den Tropfen. Ach, da liegt's. Sub-Objekt. Task. Oh nein. Das hat noch ein. Das muss ich einmal gucken. Villa Lucia, ist das richtig? Locate Villa Gosia. Hubschrauber können wir vergessen. Unknown Door. Villa Elena. Villa Anayana. Oh Gott, wie viele Villen gibt es denn hier? Was ist das für eine fucking Mission? Villa G, ne? War das Villa Gosia? Unbekannte Tür. Villa Elena. Was sind da nicht so wirklich viele Villen? Villa Lucia habe ich gefunden. Little Sweet Lies, hört sich schon krass an. Paparazzi. Warum soll ich denn in einer anderen Villa wieder rein? Das ist doch scheiße. Villa Katharine. Hä, da ist keine Villa. Jana. Elena. Garage. So, nach der Mission gucken. Lip Out heißt das ja einfach nur. Nein, nicht im Hotel. Da oben, das wäre zu krass. Aber das hier wieder Lucia. Ich guck gerade auf der Map, also nicht erschrecken. Last Pharrell. The Golf Club. Lip Out. Mal Leute, ich finde die Villa nicht. Wir sollen den Donald. Ja, sorry, Hubschrauber, sorry. Das ist unfair, ich weiß. Lip Out Smartphone. Ich finde den dritten Teil nicht. Hier. Bei euch, damit ihr das auch seht. Na, hier ist Lip Out. Das ist die Mission. Falls das Smartphone haben wir gerade gemacht. War der leichteste Teil, glaube ich. Aber ich finde die andere Mission nicht. Weil wir haben hier unten auch noch was, ne? Ah ne, aber das zählt hier nicht. Imploring House, Mitarbeiterbude. Das werden kein Villen sein. Da waren wir drin. Da ist noch Villa Anayana, aber auch nicht Lip Out. Girl Just Wanna Have Fun. Da waren wir, das haben wir schon erledigt. Da ist noch was. Villa Katharine ist auch nicht Lip Out. Da waren wir auch schon.
Unbekannte Tür sagt mir nichts. Safe. Hier oben haben wir noch Villen. Lakeside Villa. Villa Lucia. Hotel, Paparazzi. Wo ist denn diese scheiß Villa? 1-3 Feinde. Ach, eine Tür gibt's da auch. Das ist keine Villa. Kann ja tatsächlich Lipout, blödsinnigerweise, mache ich es nie, Lipout eingeben. Lipout. Zeigt er dir alle Lipout-Missionen an. Toll. Das sind die beiden. Ich wirklich? Lipout Gästeliste? Lipout Smartphone. Okay. Okay. Auf der ganzen Map findest du den nicht. Villa Garcia. Da kann man die Villa ja googeln. Villa Garcia. Die gesamte Map gibt es keine Villa, die so heißt. Jetzt ist natürlich gemein, muss ich sagen. Es ist gemein. Da sind wir ja in dieser Villa. Obwohl, die hat einen eigenen Namen, oder? Wo bin ich? So. Liegt hier eine Leiche? Aber wenn wir die Villa nicht finden können, dann weiß ich es auch nicht. Das muss ich dann echt mal googeln einmal. Boah, ich werde hier gleich weggeballert. Okay, ich mache einmal Google. Google ist dein Freund. Ja, scheiße. Selbst die, die Quest als Video erklären, haben genau nur das gemacht, was ich gemacht habe. Wir sind nicht viel weiter gekommen. Wir finden nirgends so eine Leiche. Vielleicht muss ich ja nur das Handy abgeben. Was ich aber nicht glaube. Oder steht da Locate? Scheiße. Na, das Handy habe ich jetzt. Da, das soll woanders sein. Das soll nicht verloren gehen. Dann fliege ich mal nach Hause und übergebe das Handy. Vielleicht steht ja die Information im Handy. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machbar hier. Aber irgendwie stimmt da was nicht mit der Mission. Die haben beide Videos, die ich geguckt habe, nur das und das gemacht. Is there any clue about what's happened? Das habe ich ja gar nicht gemacht. War ja nie bei ihm. Ich glaube, das Handy ist tatsächlich die Lösung, ne? Okay, Landezone. Keine Ahnung. Wir sehen uns vielleicht dann zu Hause. So, da sind wir gleich zu Hause und werden wahrscheinlich keine Antwort bekommen auf unseren Task. Weil Locate Villa, das ist ja eindeutig eigentlich, ne? Bin mal gespannt. Ab im Schatten. Handshake. Ja, Handover. Ach, guck mal. Hä? Ey, wie doof das gemacht ist aber, ne?
Completed. Ja! Nicht umsonst gekämpft. Ah, leider kein Level up. Open. Collect. Einmal wieder eine RPC-Weste. Und natürlich wieder ein paar Taler, die mal kreuz und quer hier reingeschmissen werden. Aber viel zu viele Taler. Dann habe ich hier noch ein bisschen Ersatzmaterial gefunden. Aber ich räume jetzt gemütlich auf, ne? Gut. Ja, wir haben ordentlich Ausrüstung verschleudert, nenne ich es mal. Aber trotzdem war es eine spannende Runde, glaube ich. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.